Hallo und herzlich willkommen. Heute nehme ich euch mit auf eine Hausrunde von mir. Angefangen wird es über ein paar Meter über das Ringgleis. Dann geht es in den Westpark und dann Richtung Peine, am Mittellandkanal und dann wieder über Wartenbüttel ganz langsam und sicher wieder zurück. Viel Spaß bei diesem Video. Wie bei Relife gut zu erkennen ist, ist die Distanz nur 36 Kilometer lang. Aber wie ihr nachher in dem folgenden Video sehen werdet, ist das aufgrund der Bodenbeschaffenheit eigentlich vollkommen ausreichend. Das Ringgleis werden wir da vorne verlassen und rechts weiter auf dem Pippelweg fahren. Zu unserer Rechten befindet sich die Straße am Weinberg. Nur hier ist es natürlich schöner, auf dem Schotterweg da hochzufahren. Hier im Westpark gerade wir praktisch nur geradeaus, bis wir rechts abbiegen Richtung Grafteichbad. Zu unserer Linken sehen wir den Kletterpark und wir kommen jetzt direkt aufs Rafteichbad zu. In Lamme angekommen, geht es jetzt für uns weiter bis nach Lamme Tiergarten. Bei schönem Wetter hat man von hier einen wunderschönen Blick auf den Brocken im Harz. Borstfeld ist erreicht, dieser liegt im Landkreis Peine. Wir bleiben jetzt wenige Kilometer am Stichkanal Salzgitter, bis es rechts rauf geht nach Marina Borstfeld.
Hier an der Hubbrücke sehen wir zu unserer Rechten den Hafen von Marina Bortfeld und geradezu ist die Kreuzung zwischen Stichkanal, Salzgitter und dem Mittellandkanal. Das ist kein Schild von der Autobahn, sondern vom Mittellandkanal hier in der Nähe von Braunschweig und Peine. Wie wir gerade zusehen, geht der Stichkanal nach Salzgitter da ab. Und dort vorne sehen wir die Hubbrücke von Marina Bortfeld, wo wir eben drüber weggefahren sind. Von Wendezelle aus geht's jetzt zum Kohligraben. Braunschweiger Rieselwälder sind eine Anlage zur naturnahen Abwasserbehandlung. Die Anlage ist heute rund 60 Hektar groß und umfasst dabei die Klärteiche. Die Teichlandschaft der Rieselwälder lockt zahlreiche Vogelarten an. Sie ist seit vielen Jahrzehnten auch Einsatzgebiet der NABU Braunschweig. Die paar Meter an der B214, die kann man aushalten.
Von der B214 sind wir zum Braunschweiger Yachthafen. Von dort geht es jetzt wieder direkt an den Mittellandkanal. Über diese Brücke fahren wir über den Kanal. Fahrradschienen ist angesagt. Von Völkenrode aus bleiben wir weiterhin auf diesem Radweg, bis wir zur Bundesallee kommen. Dort fahren wir dann weiter bis zur PTB. Seit 1991 liefert die CS2-Uhr die genaueste Uhrzeit in Deutschland. Diese ist eine von 4 Atomuhren, die in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig stehen. Vom Kanzlerfeld aus fahren wir zum Elberholz. Dieser breite Single Trail im Elberholz macht richtig Laune zu fahren.
Unser Weg führt uns vom Oelper Waldhaus auf kleine Nebenstraßen bis nach Lehndorf. Von Lehndorf aus fahren wir jetzt zum Ringlass. Übers Ringlass fahren wir dann zum Startzielpunkt zurück. Vom Braunschweiger Ringgleis fahren wir jetzt noch zum Schinderhandels. Na, vielleicht haben sie ja noch offen für ein kühles Bierchen. Die Tour verlinke ich unten in der Beschreibung.